Irgendwie schwieriger zu zweit als alleine, ne? Wir sind einfach los. Ja. Irgendwas brennt sich. Ich schwimme euch entgegen. So, ich glaube, hier können wir schon warten. Hier, jetzt ist er gleich da. Über Fazi. Ja. Falsche Seite, hier komme ich nicht raus, warte. Ich bin da. Lauf auf. Ach, zack, direkt wieder Steuer hier freigebaut, das ist ja super. So. Klar, ich hätte da sein Boss. Und Yvonne muss jetzt sagen, wo wir hin müssen. Oh Gott. Ja, an der Insel würde ich nur sagen, ne? Also an der Yacht vorbei. Ja, ne? Dann auf. Also doch mal links. Ja. Okay. So. Los wackelt die ganze Zeit. Ja, man hätte vielleicht doch das kleinere nehmen sollen, ne? Wäre, glaube ich, einfacher gewesen. Mhm. Kann man uns ja noch bauen, fix. Oder wir schleppen einfach das bei uns aus der Basis raus zum Meer. Genau. Genau, immer schön aus der Hüfte paddeln. Ich paddel aus dem rechten Zeigefinger. Ich paddel aus dem kleinen Zeh. Naja, Kev dance hier oben herum. Ich weiß nicht, ob ich das gut herzen soll. Bitte was? Ich stehe hier. Ich bin Kapitän. Ich wackelst, wenn das Schiff, also wenn das los ist, was hier fährt, wackelst du hin und her. Sieht echt lustig aus. Ahoi, Piraten. Ob Kev wohl auch ein Glas voll Dreck hat? Glas voll Dreck? Ja. Wieso ein Glas voll Dreck? Noch nie Fluch der Karibik geguckt? Ja, doch, klar, alle Teile, aber was meinst du jetzt genau mit Glas voll Dreck? Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck und rat mal, was da drin ist. Ja. Weißt du nicht die Szene mit dem Herz von Davy Jones? Das Glas voll Dreck. So. In welche Richtung müssen wir jetzt? Wir müssen jetzt hier an dem Baum vorbei. Okay. So. Also Richtung Anker sozusagen. Okay. Also wenn wir Munition haben wollen, ne? Ja. Wenn wir 30 Stück haben, dann Aua. Ich brenne, Markus. Nein, der brennt ich steck schon dich, wieder, ich steck dich mal an, Markus. Leute. Was wurde jetzt gerade gesagt? Ich konnte es nicht verstehen, weil Kevin Darth Vader gerade so ins Mikrofon gepustet hat. Entschuldigung. Also, wenn ihr Pistolenmunition hier modifizieren wollt, ja, braucht ihr 30 Stück davon. Okay. Ihr müsst ja was Tablett nehmen und dann habt ihr 30 draufpacken und dann auf einen Kreis drücken. Dann habt ihr ja sofort 60 Stück. Okay. Das klappt jetzt jeden einzelnen Gegenstand im Inventar. Aber man muss immer 30 Stück davon haben. So, guckt er sich jetzt hier ein Foto von Timmy an. Was soll denn das? Ja, wir haben nur leider 13. Wir haben nur 13 momentan. Ich habe 21. Mir fehlen 9 Stück. Jetzt guckt er sich bei mir auch ein Bild von. Ja, das kommt davon, wenn man zu weit hier rausfährt. Ach so, nach dem Motto, ich will abhauen. Nee, ich muss ja noch an das Kind denken. Ja, genau. Ah. Also versuchen, so einem noch ein schlechtes Gewissen zu machen. Willst du ihn von der Insel abhauen? Und dann, nein. Warum? Wir können doch auch rein. Kann man nicht einfach abhauen, ohne den irgendwie zu beachten? Ich glaube nicht, ne? Nee, leider nicht. Vor allem, wenn man sich das... Ja, ich sag mal, du kannst ja nachher, du lässt ihn halt einfach liegen, ne? Und spielst halt weiter. Das ist das Gleiche. Ich ja, hab mich jetzt so an das Leben hier gewöhnt, ich bleib einfach hier. Selbst dann haut er nicht mit Floß, ne? Selbst dann haut er nicht mit Floß, obwohl du weißt, dass dein Sohn jetzt tot ist, ey. Endlich. Nee, der ist konsequent. Endlich bin ich das Black los. Die Insel da? Ja.
würde ich mal sagen. Aber wir müssen mal gucken, ne? Irgendwo muss es ja sein. Aber da waren wir doch schon. Ja, dann ja, muss es die weite sein. Dann muss es eine andere Insel sein. Weil aber, haben wir da, aber haben wir uns die Insel angeguckt? Ja, da war nichts. Da waren nur Muscheln und Pfeile ein paar, ne? Das war die, wo wir dann die eine Folge wieder angefangen haben, nachdem wir hier dieses Planentauchen gemacht haben. Der Bauplan, ja, okay. Ja, wo ich gebrannt habe. Das ist öfters mal vorgekommen. Na, nicht so oft wie bei dir, wie man gerade gesehen stimmt. Hat. Ja, hallo, ich bin das erste Mal seit langem Feuer und Flamme gewesen. Du bist eigentlich in der letzten Folge immer dabei gewesen. Also ich finde es traurig, dass du bei uns Feuer und Flamme bist, nicht bei deiner Freundin. Das lasse ich jetzt unkommentiert. Markus, du bist der schlechteste Kapitän, von dem ich je gehört habe. Weil jetzt hätte der schon gekommen ist, aber die habt von mir gehört. Wo wir gerade bei Fluch der Karibik waren. Könnte jetzt hier was drauf sein, ne? Ja. Ein Wort könnte ich hier, ne? Da müsste das letzte Mal unserer Base sein, ne? Oder oh. Halt! Hilfe! Bist du ja gesprungen oder was? Ja, ich dachte, ich könnte da oben drauf springen. Hallo, ey. Hallo, warum? Wie einfach ja, abhauen. Schwimm da eben zur Insel rüber hier. Ja. Und dann kurz vorher kommt ein Hai. Ja, nicht so nah. Ich gehe auch mal auf die Insel gucken. Autsch. Erstmal voll auf Korallen drauf springen hier, aua. Ganz Korall, ne? Ja, hier ist es. Hier, wo? Muss man was essen? Oh, Dynamit. So. Ich bin in Deckung. So. Dann haben wir jetzt wieder ein Dingsteil gefunden. Eine Pistolenmunition. Eine. Wie groß sind die? Was haben wir denn für Munition hier? Zwei. 21. Eins, zwei. Ich habe 23 Pistolenmunition. Ich habe 14. Also, wenn ihr zu mir kommen würdet, ne, also auf meinen Fischern, könnt ihr euch sogar Waffen nehmen. Ich hab eine Menge Waffen. 1, 2, 7. Jetzt könnten wir eigentlich so rüberschwimmen oder wollen wir das los mitnehmen oder was abstellen, ne? Wegen mir können wir auch schwimmen, also mir ist egal. Wir können aber dann haben wir das Los da stehen, ne? Wir haben jetzt Pistolenteile 1, 2, 5, 7, 8, ne? Wenn ich richtig mitgezählt habe, oder? Es fehlen noch 4 und 6. Hey, 3. Warte mal, bis der Markus drüben ist, ob er noch lebt oder vom Hai gefressen wird. Achso, hier ist Hai. Das könnte ich nicht. Nein. Da ist kein Hai. Also, bei mir fehlt noch ein bisschen teuer. Hier, schaut mich an. Ich bin Jesus. Da ich stehe auf dem Wasser. Ah. Oh, wir haben ja. Stimmt, ja. Ja, es fehlt noch eins, stimmt, habt ihr recht. Das müsste bei uns in der Ecke sein, ne? In der Nähe. Ja, das müsste oberhalb vom See sein, da ist, aber das müsste halt. Ich bin da, meine ich, letztes Mal, als ich da zu diesem Zeltlager bin, um das zu markieren, meine ich, dass ich dran vorbeigekommen bin. Dann gehen wir das jetzt noch holen, dann haben wir dann zumindest die Pistole komplett. Es könnte ja auch sein, dass bei dir das andere fehlt, weil wir ja später zugekommen sind. Es kann auch sein, ich würde eher sagen, dass das andere fehlt da an der Höhle, weil wir da noch kein Dynamit hatten. Ich weiß es aber auch nicht. Ja, soll was los ist mitnehmen oder will. Also ich bin jetzt drüben. Ich bin jetzt schon drüben. Achso, ja, ich komme geschwommen. Ich bin von der kleinen Insel hier rüber. Ich bin also auf die andere rüber und dann ist nicht so weit.
Für den letzten beißen die Haie. Jetzt ist mir wirklich klar, dass ich weiß, wo jedes Waffenteil ist. Also ich würde jetzt wirklich vermuten, dass das an diesem kleinen Zeltlager ist. Dass wir das noch nicht haben. Dann gehen wir da mal hin. Das, was ich mal markiert habe. Das, was wir, ja, wo wir die Höhle markiert haben. Ich weiß noch nicht mehr. Ich glaube, in Gelb. Also wir müssen zu der, ich glaube, Richtung Gelbe Fahne. Da vorne sind auch wieder Feinde. Ich stehe genau davor. Wobei die sind so welche, die machen nichts, wenn man nichts nicht angreift. Glaube ich. Ey! Also ich würde jetzt vom Bauchgefühl her einfach mal hier Richtung Fahne laufen. Kev, du Sau. Und was? Wir ständig attackieren hier. Nee, was ich war das nicht. Ach so, ich verdurste, das ist es, okay. Was ich essen soll ich auch mal wieder? Ich bin jetzt tatsächlich mal unschuldig da drin, an deiner Misere. Ja, weil immer wenn ich jetzt hier gemacht habe, da habe ich umgedreht und du warst da. Nein. Hallo, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ich bin da komplett harmlos. Also schuld warst du nicht, aber harmlos, das würde ich noch in Frage stellen. Bitte was? Was? Liegt ein umgekehrt kippter Baum zum Wagen. Ich weiß nicht, ob ich die bisher drin soll. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade bin. Oh, ich bin schon an der Base. Achso, die laufen neu. Ich bin auch gerade auf der Base, aber irgendwie oberhalb. Ja, da oben müsste irgendwo das Teil sein, wenn. Ja, gerade bis. Schauen wir mal gerade oben. Gegner folgen uns übrigens gerade, nur so als Info. Ja, aber nur ein oder zwei. Wobei, die, wie gesagt, wenn die nichts machen, müsste es eigentlich kein Problem sein. Ich meine, hier war irgendwo schon das Loch, wo das ausgespringt war. Ah, ich könnte mich hatte angegriffen. Töten. Zack, tot. Hier ist das, wo oder? Bist du denn? Ist das nicht hier? Nee. Tot. Da. Hier ist irgendwas was ähnliches wie ein Loch. Also dieser Dreckbereich, ich weiß es aber nicht. Nee. Wow, da kenne ich schon das Loch. Hier, das haben wir aber schon. Ja, genau das meinte ich. Dann müsste das nicht hier sein. Das aber an dem Base sein. Ne? Doch, ich hab das. Halte Teil Nummer 4, ich hab's gefunden. Ja, dann hattest du es noch nicht. Jetzt kann ich die Pistole nämlich zusammenbauen. Dann müsste das andere nämlich da... Ja, greift nicht gerade ab. Ja, dann könnte man mal eben hier, Oh, leck mich doch einmal, schau ab. Das war hier Kehle und der lebt immer noch. Also mir fehlt noch ein Teil. Ja, ich hab keine Ahnung, wo es ist. Ja, geht doch mal weg von mir jetzt, ey. Oh, scheiße. Aua. Wir können die doch auch einfach stehen lassen. Dann hauen wir einfach ab. Achso da. Bevor die uns die ganze Rüstung jetzt hier. Jetzt habe ich keine Arm Dingsbumsbolzen mehr. Ist da? So, wo seid ihr denn jetzt? Aber wo kriegen wir denn wieder welche her? Das ist die Frage. Weil damit konnte ich eigentlich echt gute Kills machen. Der eine ist hops. Da rennen sie schon weg, Kev. Das ist uns gut so. Hä? Oh mein Gott, ich hasse das, wenn man nur ein bisschen im Menü ist und dann auf einmal von irgendwelchen Vollidioten angegriffen wird. Wo sind denn hier nochmal die Bärensträucher hier? Ich hab die Bären bitte.
So, jetzt bin ich ja Base. Soll ich da mal eben hinrennen und gucken, ob es das da überhaupt ist oder was? Oder wie soll wir haben übrigens einen Gegner in der Base. Nur mal so. So, ich habe die Pistole zusammen. Die Markierung, die das, die man setzt, ne? Kann das sein, dass die einfach verschwinden irgendwann? Keine Ahnung, kann sein. Weil ich weiß, dass ich nämlich diese Höhle an dem Dorf, wo das Pistolenteil ist, hatte ich mit einer blauen Fahne markiert. Die ist weg. Und dieses Zeltlager oberhalb der Base hatte ich letztes Mal auch markiert. Die Markierung ist auch weg. Kann sein, dass es vielleicht nur so eine temporäre Markierung ist, dass man immer wieder sitzen muss. Oder dass Kevin es machen muss, weil er derjenige ist, der das Spiel hostet, ne? Vielleicht. Ich renne jetzt hier einfach mal los. Ich gucke mal, ob das da hinten ist. Oh, verschwinde mal, kleiner Mann. Was muss ich markieren? Sorry, ich war gerade mit dem Gegner dran, deswegen. Nee, die Frage ist, man kann ja diese Markierungsfahnen aufstellen. Die Frage ist, ob die nur stehen bleiben, wenn du die setzt, weil die ich gesetzt habe, letzte Mal. Ich glaube, ich habe gar keine gesetzt. Wir haben uns doch so ein Flammenheini in der Base. Du hast gerade nicht zugehört, Kev. Ja, die Markierungsfahnen, ich weiß es nicht, tatsächlich nicht. Die müssen sich auch bei den anderen stehen, wenn wir die anderen bauen. Weil das eine Mal war ja meine weg, die ich an dem Zeltlager gemacht habe. Dann hast du das nochmal markiert, jetzt ist es auch weg. Ja, ich glaube, das ist so ein Bug. Ich hatte nämlich schon mal bei meinem Spiel, dass ein Gleiter verschwunden war, den ich gebaut hatte. Tunnel kommt hier nicht hoch. So, der Gegner ist tot. Der hier noch drin war. Frage ist, rennen wir jetzt hier in die richtige Richtung? Ich habe so das Gefühl, dass ich falsch renne. Was wollten wir jetzt noch suchen? Das ist jetzt ein Pistolenteil, oder was? Ja. Gut, okay, dann brauche ich nicht mit, dann, weil ich hab's alle. Hier ist das falsche Teil. Mir fehlt irgendwie aus irgendeinem Grund noch ein Teil. Ja. Komisch. Weil wir waren doch eigentlich überall zusammen. Also das kann ja eigentlich nicht sein. Nicht immer, ne? Es waren zwischendurch mal Leute weg. Also wir haben nicht immer alle, also komplett alle Folgen zusammen. Also definitiv eins. Vielleicht haben wir das tatsächlich geholt. Ne, eigentlich haben wir nicht alles geholt. Eigentlich haben wir wenn nur gebaut. Das wundert mich halt deswegen auch gerade irgendwie, dass ich jetzt. Also das ist einfach nur am Wasser, ne? Also im Fluss. Was denn? Nee. Ich bin, glaube ich, irgendwo falsch abgebogen. Ist ja noch Stock und Duster hier. Guck, wo geht die hier? Mit dieser. Ach, du coole Wanne. Doch. Gut. Dann rette ich so lange das Spiel. Geh mal kurz wohin. Achso, Fenster. Wieso leuchtet das hier mitten im Wald im Dunkeln? Wer? Das ist bestimmt so ein Lampenheini da. Ja, vermutlich auch. Nö, hier ist niemand. Ich stehe hier. Das ist jetzt total doof, dass es hier so Stock und Booster ist. Sieht doch aus wie eine Lampe, aber hier ist keine Lampe und hier steht auch niemand. Ich weiß nicht, wo ich wieder bin. Der Horst antwortet nicht. Ja, das Problem habe ich auch, weil es gerade so dunkel ist. Jetzt bin ich wieder aktiv. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück, dann im Hellen nochmal los. Wo gesagt, lass uns mal das Spiel retten. Nein, nicht das Spiel retten, schlafen. So war es richtig.